Sabine ist nach dem Besuch bei ihrem Ex tief verletzt. Nie hätte sie gedacht, dass ihre Töchter lieber bei Vicky und ihrem Vater bleiben wollen. Sofort hat die verzweifelte Mutter ihrer Anwältin auf die Mailbox gesprochen. 2 Stunden später schaut Rechtsanwältin Sarah Demski persönlich bei ihrer Mandantin vorbei. Was ist denn passiert, Meine Kinder, die wollen nicht mehr zu mir. Was? Okay, wieso das denn? Die haben mich weggeschickt. Ach nein, ernsthaft? Die haben mich weggeschickt. Warum denn? Die sind jetzt mit Vicky zufrieden und ich tue doch alles für meine Kinder. Aber wissen Sie, Sie dürfen das auch nicht zu ernst nehmen. Ne? Sie müssen immer dran denken, Carla ist auch ein pubertierender Teenager. Die ist jetzt bockig, weil wir den Umgang mit dieser Vicky eingeschränkt haben. Aber Sie lieben sie doch, Sie sind doch ihre Mutter. Das kann man nicht ersetzen. Die sind jetzt voll auf Vicky fixiert. Ich meine, wir können ihren Umgang auch gerichtlich klären lassen. Aber so, ich fände es wirklich besser, wenn man das bei einem Gespräch klären könnte. Wenn Sie einverstanden sind, dann führen wir vielleicht erstmal noch mal ein Gespräch mit Ihrem Mann. Dann rufe ich den noch mal an und wir treffen uns mit ihm und seiner Lebensgefährtin, ja? Okay. Das wird schon wieder, Frau Blume. Die Worte der Anwältin haben Sabine ein wenig beruhigt. Dennoch verbringt sie eine schlaflose Nacht. Während auch am nächsten Tag alle ihre Gedanken nur um ihre Töchter kreisen, ist Vicky bester Laune. Die 27-Jährige kommt gerade vom Shoppen und hat wieder neue Kosmetikprodukte von Firmen für ihren Blog gekauft. Plötzlich hört sie Stimmen aus dem Wohnzimmer. Ja, du bist auch eine richtig hübsche, das ist keine Frage. Und vielen Dank. Ja, du siehst auch gut aus. Aber du, guck mal, auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall an dir was ändern. Also das ist jetzt, das ist nicht vorbei. Du musst dich von der Masse abheben. Ja, das habe ich natürlich auch schon eingesehen und doch, das würde ich auch dafür machen. Auf jeden Ehrlich? Fall. Ja. Ja. Kommst du ein bisschen zu mir kurz? Ja, genau, kein Catwalk. Ja, cool. Das war gut aus. Ja. Hallo? Hi. Vicky, was machst du denn schon hier? Was macht ihr denn hier? Ich gehe dann mal in mein Zimmer. Wir waren gar nicht verabredet. Hi Süße, ich warte noch auf dich. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Weil? Ja, im Zentrum wird ein neues Kosmetikstudio eröffnet. Und durch meine Kontakte habe ich dich da hingebracht. Wird auf jeden Fall deine Popularität steigern. Genau. Aber ich muss gleich weiter zum Shooting. Also deswegen sehen wir uns. Ja? Ja. Gut. Ciao. Wir quatschen. Tschüss. Es beunruhigt mich gerade extrem, was ich da gehört habe. Cedric ist ein knallharter Geschäftsmann. Der ist echt mit Vorsicht zu genießen. Also, ich weiß, warum ich mit ihm arbeite. Ich lasse mich auch nur auf ihn ein, weil ich weiß, was ich tue und wie ich den einfach einzuschätzen habe. Aber Carla überhaupt nicht. Ich mache mir gerade echt Sorgen. Ich muss unbedingt mit Mario reden, was wir jetzt machen. Sabine Blume macht sich große Sorgen um ihre Tochter Carla. Die 16-Jährige will plötzlich unbedingt eine Brustvergrößerung. Sabine glaubt, dass Vicky Sommer, die Freundin ihres Ex-Mannes Mario, dahinter steckt. Um jeden weiteren Kontakt zwischen Carla und Vicky zu verhindern, hat die Mutter Rechtsanwältin Sarah Demski eingeschaltet. Doch Carla und ihre Schwester Paula wollen plötzlich nicht mehr zu ihrer Mutter. Inzwischen ist jedoch auch Vicky um Carlas Wohl besorgt und will mit Sabine reden. Und dann, such mir was aus. Ich guck gerade. Danke. Was willst denn du jetzt hier? Ich muss mit dir reden. Ich mache mir Sorgen um Carla. Du machst dir Sorgen um Carla. Ich glaube, ich weiß, wer Carla die Brustvergrößerung eingeredet hat. Es war Cedric. Dein Goldstückchen Cedric, ja? Den du so toll findest, der alles für dich macht, auf den du ständig hier hörst. Ja, okay, es tut mir leid. Er ist kein besonders guter Mensch, aber er ist ein super Mann, wenn es um Karriere geht. Ja, das interessiert mich doch nicht, was der mit Karriere macht. Ja, natürlich, das weiß ich auch, dass es dich nicht interessiert. Punkt ist aber, ich wollte einfach ihr nur einen Spaß gönnen, der kleinen Maus. Ein Spaß? Ich wollte sie nicht ausnutzen oder so wie Cedric. Cedric hat andere Dinge mit ihr vor. Der will mit ihr Geld verdienen. Ich habe gestern ein Gespräch mitbekommen und er meint, er bringt sie groß raus, wenn sie einige Veränderungen vornimmt. Und sie ist offensichtlich in ihn verliebt und würde alles tun. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das käme irgendwie von dir. Nein, natürlich nicht. Ich wollte einfach für sie einen Spaß machen. Ich dachte, es interessiert sie, wenn sie bei einem Blog dabei ist. Also dann sollten wir vielleicht, wahrscheinlich weißt du, wo wir den finden. Klar. Dass wir da ganz schnell mal hinfahren, nicht, dass der so viel Einfluss auf die ausübt und dass die da noch irgendwie ganz da absagt mit dem. Dann lass uns doch gleich gucken, ob wir da hinfahren können, ja? Ja, los. Da bin ich dir echt dankbar. Für Sabine hat ihre Tochter jetzt Priorität und sie schließt kurzerhand den Blumenladen.
Unterwegs informiert sie Rechtsanwältin Sarah Demski über die neueste Entwicklung. Nur eine Stunde später sind die drei Frauen zum Studio von Vickys Manager gefahren. Gemeinsam wollen sie Cedric Kahn zur Rede stellen. Was machen Sie denn hier mit meiner Tochter? Hören Sie mal auf! Carla, hey, wie siehst du denn schön aus? Was ist denn jetzt hier los? Nee, hallo? Unmöglich. Sabine, beruhig dich schon mal ganz kurz, ja? Ich beruhig mich hier überhaupt nicht. Deine Tochter hat richtig viel Talent, Mann. Sie kommt wirklich groß raus durch mich. Vertrau mir das. Sie kommt groß raus bei Ihnen. Ich weiß, du willst ja noch nicht die Chance nehmen, ein Star zu werden, oder? So ein Blödsinn von ihr. Sie ist viel zu jung. Sie soll sie in ihrer Schule fertig machen. Du machst eh sowieso jeder schöne Augen. Du forderst sie nur als billige Arbeitskraft. Was siehst du jetzt hier für ein Bullshit, Mann? Das ist kein Bullshit. Sie hat richtig viel Talent, Mann. Und ich weiß auch gar nicht, warum du so rumziehst. Ich meine, du bist da, wo du bist, nur wegen mir. Ich sag Ihnen, wo aber hier das Problem ist. Sie ist noch nicht einmal volljährig. Sie dürfen hier ohne die Einwilligung der Mutter überhaupt nicht mit ihr arbeiten. Und eins ist klar, meine Mandantin hat klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht möchte, dass Sie mit ihr zusammenarbeiten und hier Videos drehen und Filmaufnahmen machen. Ja, ist das schon. Nee, und das ist Fakt und da wird jetzt auch nicht mehr diskutiert. Ja, aber ich will das Ganze hier doch. Kralle. Süße, er will dich nur ausnutzen, er möchte nur schnelles Geld mit dir machen. Er möchte einfach beruflich schnell vorwärts kommen. Es geht ihm null um dich, er liebt dich nicht. Ja, natürlich liebt er mich und weißt du was? Du bist doch einfach nur eifersüchtig, dass ich nachher größer rauskomme als wie du. Carla, das ist sie überhaupt nicht. Die will doch nur die Augen öffnen. Das ist doch Blödsinn. Komm jetzt weg hier. Okay, Carla, auch wenn du das jetzt nicht einsehen möchtest, ja, aber es geht deine Eltern sehr wohl etwas an, was hier passiert. Das hatten wir doch schon beim Videodreh, das Thema. Und es spricht auch nicht gerade für Herrn Kahn, dass er hier ohne mit deiner Mutter vorher zu sprechen mit dir Filmaufnahmen macht. So, das reicht jetzt auch. Jetzt zieh dir irgendwas an, bitte. Ja. Und dann gehen wir und dann fahren wir zu deinem Vater und dann sprechen wir nochmal. Wisst ihr was? Ihr seid doch alle bescheuert. So, raus. Kommen Sie vor mir. Also Cedric Kahn ist meines Erachtens kein seriöser Geschäftsmann. Sonst hätte er doch vorher Carlas Eltern um Erlaubnis gebeten, bevor er mit ihr irgendwelche Filmaufnahmen macht. Aber das Wichtige ist jetzt, dass wir Carla irgendwie die Augen öffnen, dass wir ihr verdeutlichen, dass Herr Kahn kein Umgang für sie ist. Aber das wird schwierig, also so wie sie gerade reagiert hat. Rechtsanwältin Sarah Demski ist sofort mit Sabine, Vicky und der 16-jährigen Schülerin zum Imbiss von Carlas Vater gefahren. Sie hoffen sehr, dass er mehr Einfluss auf seine uneinsichtige Tochter hat und sie endlich zur Vernunft bringen kann. Wir haben gerade ihre Tochter aufgegabelt und zwar... Carla, wie läufst du denn hier rum? In einem Filmstudio, wo sie Aufnahmen mit diesem Herrn Kahn gemacht hat. Und die hat ihn geküsst. Wie, du hast ein Verhältnis mit diesem widerlichen Typen, der ist 13 Jahre älter als du, bist du irre? Ja, und was ist daran so schlimm? Und ich meine, wir lieben uns und ganz ehrlich, so eine Brustvergrößerung ist für den Erfolg einfach immens wichtig. Carla, Liebe! Du hast doch Vicky zugehört. Du kannst doch nicht so einem Kerl wie Cedric vertrauen. Wir glauben, was der dir einredet. Der macht ja nur leere Versprechen, den geht's nur um sich selbst. Mensch, Carla, mach dir doch nichts vor. Und Vicky, du hast diesen widerlichen Typen bei uns in die Wohnung geholt. Ich hab dir vertraut. Ich wusste doch nicht, dass er an Carla ran will. Ich war da selbst naiv. Aber du siehst, sie hat sich verändert und der kommt mir nicht mehr ins Haus und du siehst ihn nicht wieder. Weißt du was, du bist bescheuert, ihr könnt mich mal. Siehst den nicht. Jawohl. Carla, du siehst ihn nicht wieder. Okay, wir beruhigen uns jetzt mal. Es ist ja für den Moment jetzt noch mal gut gegangen, ne? Und ich werde mich jetzt sofort darum kümmern, diese Aufnahmen zu bekommen, dass die sich gar nicht erst durch den Herrn Kahn im Internet verbreiten und dass dich auch niemand dann in diesem Outfit sieht. Und somit werde ich das Recht am Bild dann durchsetzen. Ja, ich denke, es ist am besten, wenn ich Carla und Paula jetzt mit zu mir nehme. Weil nicht, dass dieser Cedric bei dir noch auftaucht, wenn du hier im Imbiss bist. Das ist völlig übertrieben. Du gehst mit nach Hause zur Mutti. Super. Ja? Ganz toll. Wiedersehen. Herr Kahn darf die Aufnahmen von Carla hier auf keinen Fall veröffentlichen. Denn das Recht am Bild liegt nach wie vor bei Carlas Eltern. Sollte er das dennoch machen, was ihm durchaus zuzutrauen wäre, dann macht er sich strafbar und er muss mit Strafe rechnen. Während Sabine mit Carla nach Hause fährt, geht Rechtsanwältin Sarah Demski noch einmal zum Studio von Cedric Kahn. Sie will die Aufnahmen einfordern, die er von Carla gemacht hat. Vor Ort trifft sie auf einen Mitarbeiter und fragt ihn unauffällig aus. Sie das Studio von Herrn Kahn? Ja, das ist richtig. Ah, super. Ich müsste mal zu dem. Ist er da? Nee, der ist momentan auf einer Messe in Hamburg. Und ist zeitlich leider sehr eingegrenzt. Ah, okay. Ja, weil wir waren auch eigentlich verabredet und ich müsste den mal sprechen. Ist das irgendwie möglich? Na, telefonisch. Okay, ja super. Hast du vielleicht mal die Nummer von dem? Seine Nummer steht doch im Internet. Ja, ich habe jetzt gerade kein Internet. Also, wir sind ja eh verabredet. Ich müsste den sprechen. Vielleicht kannst du mir ja die Nummer geben? Ja, vielleicht ausnahmsweise. Ja? Ja. Ah, voll cool. Warte, das schickst du dir rüber. Ja? Super, danke. Okay. So. Ah, super, hab ich. Danke. Alles klar. Ach, hi.
Hallo. Na, arbeitest du auch mit Cedric zusammen? Ja, er ist mein Manager. Wir arbeiten gerade an meiner Karriere. Cool. Du, ich müsste mal sprechen. Weißt du, wo der ist? Sehe ich so aus, als würde ich das wissen? Ja, schon. Nee, keine Ahnung. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Zeit, mit ihm zu reden. Ich muss loskommen. Ja, kannst du mir bitte die Tür aufmachen? Gut. Nee, gehst alleine hin. Ey, nicht dein Ernst. Warum muss ich immer alles selber machen? Oh Gott. Also, wenn der mal nicht mit der das Gleiche abzieht wie mit der Carla. Ich konnte Herrn Kahn jetzt nur auf die Mailbox sprechen, aber ich werde ihn sofort auch schriftlich auffordern, die Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Und ich werde durch eine schriftliche Unterlassungserklärung ihn auffordern, ohne Gericht die Aufnahmen an mich herauszugeben. Ich hoffe nur, dass Carla jetzt nicht eingewilligt hat und ihre Rechte an den Aufnahmen abgegeben hat. Naja, auch wenn ich jetzt die Aufnahmen noch nicht in der Hand halte, das hat sich der Besuch hier trotzdem gelohnt. Denn ich habe wichtige Erkenntnisse gewonnen und ich bin mir sicher, dass die mir helfen, Carla endlich die Augen zu öffnen. Währenddessen kümmert sich Sabine um ihre beiden Töchter und hat für sie gekocht. Seit sie zu Hause angekommen sind, hat Carla allerdings kein Wort mehr mit ihr geredet und sich sofort in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Ihre Mutter bemüht sich sehr, doch bisher ohne Erfolg. Carla, ich habe dein Essen hier. Das ist dein Lieblingsessen, Spaghetti Bolognese. Komm, bisschen was essen. Nee, ist komplett stur. Will noch nicht mal mehr was essen. Soll ich mal versuchen? Ja, das wäre lieb. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Ich hoffe. Carla? Hier ist Paula. Alles in Ordnung? Mama hat Essen gemacht. Hä? Oh, yeah. Oh, bitte nicht, oder? Mama? Carla ist nicht da. Wie, die ist nicht da? Das Fenster steht offen. Ach du Scheiße. Ich hab durchs Schlüsselloch geguckt und dann war sie nicht da. Das gibt's doch nicht, wenn die jetzt diesen Cedric gefahren ist. Aber bitte nicht. Ach du Schande, dann müssen wir sofort hinterherfahren. Schnell. Ich suchen. Komm. Nachdem Sabine Blume ihrer Tochter Carla jeglichen Kontakt zu dem windigen Geschäftsmann Cedric Kahn verboten hat, ist die 16-Jährige plötzlich spurlos verschwunden. Sabine hat sofort ihre Rechtsanwältin Sarah Demski, ihren Ex-Mann und dessen Freundin Vicky zur Hilfe gerufen. Endlich! Sabine, was ist los? Wo ist Carla? Ich weiß es nicht. Paula habe ich erstmal zu ihrer Freundin geschickt. Ach, hallo. Hallo, Tasche. Wo ist deine Tochter? Ja, gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Hallo. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Ahnung. Also, ich war ja gerade in dem Studio von Herrn Kahn, ne? Aber ich habe weder ihn noch Carla dort angetroffen. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie mit ihm irgendwie unterwegs ist. Oh, das macht mich wahnsinnig. Ja, dann müssen wir die Polizei einschalten. Sofort. Ich mache mir Sorgen. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Polizei einschalten. Nur ich glaube nicht, dass die jetzt sofort tätig werden, weil es besteht überhaupt keine konkrete Gefahr. Wir haben ja gar keine Anhaltspunkte. Also ich habe in dem Studio so eine junge Frau angetroffen, ne? Und die meinte, dass sie irgendwie jetzt dringend weg müsste zu einem wichtigen Termin mit Herrn Kahn. Ist jetzt irgendwas am Weißt du weiß was? Es nicht, aber wissen Sie, wart mal, es gibt eine Webseite von ihm. Der preist seine ganzen Tätigkeiten als Berater und okay. Manager an. Und er versucht sich ja jetzt auch in Firmen zu Stehen da Termine? Seite? Ich glaube, da stehen noch Termine. In der Termin steht, ich habe mit. Moment. Ja, mal gerade. Kommst du doch mal. Wenn Sie mir jetzt mal kurz hier diese Website eingeben. Ah. Oh ja, dieses Wochenende, da ist ein Party-Gig einer Kosmetikfirma in Hamburg für einen Duft. Und anscheinend sucht er auch Hostessen. Hostessen? Er ist auch Mitorganisator. Ja, das passt doch. Das heißt, dass Carla wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Hamburg mit ihm ist. Ja, also ich halte es für höchstwahrscheinlich, dass sie das ist. Mein Handy ist draußen. Ich glaube, ich rufe dort erstmal an und frage, ob Herr Kahn überhaupt angekündigt ist für diesen Termin. Ich muss da was unternehmen. Sabine, wir müssen damit. Wir müssen dahin. Wir müssen sofort dahin. Auf jeden Fall. Lass uns dahin. Dürfte ich vielleicht mit? Also vielleicht bringt es ja was, weil ich Cedric kenne und vielleicht kann ich sie davon überzeugen. Ein Versuch wäre es doch zumindest wert. Bitte, Sabine. Hauptsache, Carla kommt zurück. Komm. Also wie vermutet, ist der Herr Kahn jetzt wirklich auf dem Weg nach Hamburg gerade mit Carla. Ich werde jetzt sofort mit ihren Eltern und mit Frau Sommer dorthin fahren.
Also ich bin wirklich nur froh, dass auch meine Mandantin damit einverstanden ist, dass Frau Sommer mitkommt. Denn also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie uns helfen kann, dass Carla endlich einsichtig wird. Die Anwältin weiß, dass der dubiose Manager Cedric Kahn eine Werbeveranstaltung in Hamburg hat. Gute 2 Stunden später erreicht Sarah Demski mit ihren Mandanten das Hamburger Hotel, in dem der Event stattfinden soll. Tatsächlich hat Cedric Kahn vor einer Stunde in weiblicher Begleitung eingecheckt. Wie siehst du denn aus? Carla, wie siehst du denn aus? Sag mal, wir machen uns Sorgen, du haust nach Hamburg einfach ab. Wir haben dich probiert, 1000 Mal zu erreichen. Ihr seid doch völlig überbesorgt. Ist doch alles in Ordnung? Mir geht's gut. Sag mal, hast du dieses Kostüm an? Das ist ja unmöglich. Weil Herr Kahn möchte, dass du so heute Abend auf diesem Event als Hostess arbeitest. Ja, jeder Star muss einfach mal klein anfangen. Das ist doch nicht das Problem, oder? Du wirst doch nicht allen Ernstes in so einem Kostüm hier für diesen komischen Cedric als Hostess arbeiten. Ja, natürlich. Ich verteile doch heute nur ein paar Kosmetikproben. Ist doch alles in Ordnung. In diesem Aufzug auf gar keinen Fall. Hast du verstanden? Natürlich werde ich das heute hier machen. Natürlich nicht. Ich bin 16. Ich darf arbeiten. Hallo? Ah, da hat sich wohl jemand informiert. Aber Carla, ganz so einfach, wie du und Herr Kahn sich das vorstellen, ist das nicht. Wieso denn? Nachtarbeit fällt da nicht runter. Heute Abend, das Event, das kannst du vergessen. Das wird so nicht stattfinden. Ich mach das heute aber. Nein. Natürlich. Nein. Okay, Carla, ich weiß ja, dass dir das nicht gefällt, ja? Ich verstehe das auch. Aber du musst einsehen, dass das einfach nicht gut für dich ist. Ja? Ihr das auch wisst, wirklich. Okay. Ja, natürlich. Vicky ist auch unten. Ich möchte, dass sie auch noch mal mit dir spricht. Ja, kommst du bitte einmal mit? Ja, meinetwegen. Zu sagen. Wenn ihr dann endlich Ruhe gebt. Mann! Hör dir das mal an. Bitte nimm eine Jacke mit. Ja, mach ich jetzt. Ich hoffe sehr, dass der Plan jetzt aufgeht und Carla endlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Aber das, was sie jetzt zu hören bekommt, das wird sie nicht gerade begeistern. Aber ich denke, da hilft wirklich nur noch eine Schocktherapie. Und jetzt komm mal bitte mit. Ja. Also, hier ist Vicky, die hat dir was zu sagen und die beiden vielleicht auch. Ja, das ist Nathalie und Selina. Ja, die kenne ich doch bereits schon. Wir arbeiten heute Abend zusammen. Ich habe die beiden abgefangen und ich habe da einiges herausgefunden. Er hat ihnen anscheinend dieselbe glanzvolle Karriere vorgespielt. Mhm. Und ich hab's sogar ahnt. Genau. Ja, Cedric macht anscheinend dieselbe Masche bei allen Frauen. Ohne Spaß, wir haben gerade die Nachrichten verglichen. Genau dasselbe hat er uns geschrieben. Genau dasselbe. Ist wirklich ja. So lange Beine, tolle Haare, hat dir das nicht auch gesagt? Also ich bitte dich. Ja, da ganz du's. Ehrlich, vielleicht verarscht er euch auch da gibt nur. Es auch bei uns ist das komplett Mädchen, anders. Er liebt mich, ich liebe ihn. Es ist super bei uns. Es ist ganz egal, was du fühlst. Nein, mach ich nicht. Wir lieben uns. Ist doch alles in Ordnung. Das ist ein widerlicher Typ. Dem geht es nicht darum, was du fühlst. Ja, du bist doch wirklich nur eifersüchtig. Natürlich liebt er mich. Wirklich? Ja. So ein Blödsinn. Was muss denn noch passieren, dass du die rosarote Brille absetzt? Genau. Carla, Vicky hat dich doch noch nie angelogen. Okay, Carla, vielleicht machen wir das so. Vielleicht stellen wir Herrn Kahn einfach eine Falle und dann kannst du entscheiden, ob du ihm glaubst oder nicht. Meinetwegen, wenn er dann endlich mal Ruhe gibt. Carla will Cedric Kahn auf die Probe stellen. Die 16-Jährige ist nach dem Gespräch mit den anderen 2 Teenagern stark verunsichert. Denn beiden hat er offensichtlich genau das Gleiche versprochen wie ihr. Ja. Wo bleibst du denn? Ich weiß auch die ganze Zeit, dass ich... Warte mal ganz kurz, wie siehst du denn überhaupt aus? Was mit deinem Make-up? Du siehst so verrucht aus, du siehst aus wie ein Mauerblümchen. Komm erst mal rein, über mein Make-up wollen wir jetzt gar nicht reden. Was ist denn los? Mhm. Hallo Schatz. Na, mein Süßer, wie geht's dir? Was ist das für eine Versammlung hier? Was ist ja noch los? Ist das fragst du auch noch? Ganz ehrlich, du verarscht uns hier von vorne bis nach hinten. Denkst du, wir haben deine Nachricht nicht gelesen, oder was? Ist jetzt auch den Rohdiamant, du Arschloch! Guck dir mal die Armbänder an. Alle 3 von genau die gleichen. Diese scheiß Armbänder, die kannst du dir sonst wohin schieben. Du kannst dich behalten, echt? Warte mal, bleib doch mal ruhig, Junge. Aber war ich hin und her gerissen zwischen euch allen. Aber Karl, warte, entspann dich. Du weißt doch, ich liebe dich doch, Mann. Ja, aber weißt du was? Ich liebe dich nicht. Was soll das scheiß alles? Echt? Reden Sie ein bisschen. Okay, jetzt hören wir mal auf. Ja, also hallo. Ihr habt alle Verträge mit mir abgeschlossen und ihr werdet jetzt gefälligst noch einhalten. Und das Taxi, ihr seid in 20 Minuten unten. Verträge, also Carla fährt heute nirgendwo mal hin. Und Vertrag mit einer Minderjährigen, das wissen Sie ganz genau, ist erst gültig, wenn die Eltern zustimmen. Und das wird hier auf gar keinen Fall passieren. Also Carla wird heute nirgendwo mehr hinfahren. Und wenn ja einer geht, sind Sie das. Ja ohne Scheiß, verpiss dich, Mann! Das war ein Mama, Papa, es tut mir wirklich leid, dass ihr wegen mir diesen ganzen Stress hattet. Ich hätte euch einfach wirklich von Anfang an glauben sollen. Aber ich war einfach so verliebt in ihn. Sie sind so lustig. Ich will ihn noch nie wiedersehen. Ich bin wirklich froh, dass Carla endlich eingesehen hat, dass der Cedric Kahn es nicht gut mit ihr meint. Ich hoffe jetzt nur, dass sie sich schnell von dieser Enttäuschung erholt und dass sich die Familie wieder versöhnt. Eine Woche später geht es Carla schon viel besser. Sie hat sich wieder mit ihrer Mutter versöhnt und auch ihre Schwester Paula ist froh, dass der Streit ein Ende hat. Von einer Brust-OP will die 16-Jährige nichts mehr wissen.
Die beiden Schwestern dürfen auch wieder bei ihrem Vater wohnen und Vicky alleine sehen. Na du? Was machst du überhaupt hier? Ja, ist eine gute Frage. Also ich helfe eigentlich Mario aus. Also der Videoblog läuft zwar super, aber solange ich keinen Manager habe, glaube ich, sollte ich etwas Geld dazu verdienen. Wie, du willst hier Geld zu verdienen? Schatz, das ist nicht immer alles kostenlos. Das ist nicht immer alles umsonst. So, also, hier kommt das Essen. Ich hätte da übrigens noch ein Anliegen, und zwar... Danke. Ich würde euch gerne in den Vergnügungspark einladen. Was? Oh, wie cool ist das denn? Oh, verdanke ich euch ja auch. Hallo, wir können zusammen Achterbahn fahren. Und zum Thema Blog. Du weißt doch schon, dass uns das richtig viel Spaß macht, oder? Und da wollten wir fragen, ob wir vielleicht unseren eigenen Blog mal machen könnten. Ich meine, Vicky könnte ja mal drauf schauen. Bitte. Sabine? Sabine, was sagst du? Ich habe mit Papa schon gesprochen. Ja? Und? Wenn er jugendfrei bleibt. Und wenn der Papa drüber gucken kann. Ja. Dann dürft ihr den machen. Versprochen? Oh, versprochen. Das ist ja super. Ja, diesen Cedric habe ich schon längst aus meinem Gedächtnis gestrichen. Aber etwas Gutes hat die ganze Sache doch. Mama und Vicky verstehen sich super und das finde ich einfach klasse. Und noch viel cooler ist es, dass wir nun endlich unseren eigenen Modeblog machen dürfen. Rechtsanwältin Sarah Demski hat sich auch darum gekümmert, dass die Verträge der anderen beiden Teenager mit Cedric Kahn für ungültig erklärt wurden. Von dem selbsternannten Manager haben alle drei nichts mehr gehört.